Herzlich willkommen bei Le Gourmand, das Genießermagazin. Und wir sind heute im Hotel Pelmo im Cadore-Tal. Dieses Hotel Pelmo ist jetzt nicht unbedingt der absolute Hit, aber es ist alles da, was man braucht. Es ist ein sehr reduziertes Hotel, sagen wir es mal so. Auch nicht alle Glühbirnen funktionieren. Das Zimmer ist so groß, dass gerade das Bett hineinpasst. Plus zwei nette kleine Nachttische. Dann gehen wir doch einfach mal darüber. Neben so einem schicken älteren Bild ist eine Garderobe, an der meine beiden Radelrucksäcke hängen. Der eine vom Salzburger Land, ein schöner Salomon-Rucksack, und den anderen haben wir gerade bekommen. Und das ist der Grund, warum ich hier bin. Wir sind auf dem Weg von München nach Venedig. München-Venezia.info. Auf der Webseite findet ihr alles zu dem neuen Fahrradweg von München nach Venedig, den wir jetzt hier mal austesten und der jetzt hier mit eröffnet wird. Dann haben wir einen Schrank, wie ein Schrank nun mal ist, leer und mit einem Mischmasch an interessanten Bügeln. Es befindet sich kein Safe hier drin. Das Zimmer verfügt auch nicht etwa über eine Minibar. Es ist ein altes, schnurgebundenes Telefon dort. Und wir haben dort einen Flachbildfernseher und ein kleines Tischchen und ein Stühlchen im Wellnessbereich. Es gibt hier eine größere Sauna, in der wir jetzt gleich ein Buffet haben werden. Eine Runde von Journalisten, die sich bis gestern nicht weiter kannte, darf gleich gemeinsam über die Sauna gehen. Ja, da haben wir uns jetzt eben uns erstmal den Bademantel abgeholt, weil man sonst den Bademantel erst dort bekommt und dann diese schicken Plastikschläppchen. Der Blick aus dem Fenster heraus, der zeigt uns da drüben, da geht gerade der Chef spazieren, unten, das ist der Inhaber. Und das da ist der Anbau und über diese kleine Brücke kommen wir rüber zum Wellnessbereich. Da seht ihr jetzt also auch bei eine kleine Außenansicht dieses Hotels. Und es beginnt gerade ein ziemlich kräftiges Gewitter hier in den Alpen. Wir sind also froh, dass wir gerade angekommen sind, halbwegs trocken. Aber wir haben heute mal eben so 80 Kilometer zwischen Toblach bzw. noch ein paar Ortschaften vorher bis hierher heute zurückgelegt über Cortina d'Ampezzo. Wir sind also etwas südlich von Cortina d'Ampezzo. Ja, und dann sind wir hier schon im Klo, in einem tollen Badezimmer. Die Tür schleift auch wunderschön auf dem Fußboden. Da ist die Toilette, da ist die Dusche, ein Bidet, Waschbecken, Spiegel. Wir haben sogar einen Föhn und ein paar Seifen liegen da. Plastikbecher, Zähne putzen. Ja, so kann man das auch machen. Eigentlich alles da, was man braucht. Aber ja, um sich etwas länger ein bisschen wohlzufühlen, fehlt dann doch etwas. Doch ja, lassen wir es nochmal dabei bewenden und freuen uns auf ein leckeres Abendessen und auf die Tour weiter morgen Richtung Venedig. Und wir hoffen mal, dass es jetzt über Nacht schön regnet und morgen können wir dann bei Sonnenschein wieder weiter radeln. So ist doch fein. So kann es meinetwegen gerne sein. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, danke, servus.